Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Enshima Handfeuerwaffe in Remnant 2 freischalten kannst. Und mit diesen Worten erkläre ich dir jetzt direkt als nächstes, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um diese Waffe freischalten zu können. Die Grundvoraussetzung hierfür ist, dass du bereits das Labyrinth in der Hauptstory erreicht hast und du den jetzt zu sehenden Spot per Schnellreise erreichen kannst. Und nachdem du dort angekommen bist, nutzt du erstmal denselben Laufweg wie ich im Video. Sobald du an diesem Spot angekommen bist, wartest du jetzt so lange, bis du den gleich im Video zu sehenden Bereich betreten kannst. Wenn es soweit ist, gebe ich dir aber gleich nochmal Bescheid. Nachdem du den jetzigen Bereich betreten kannst, nutzt du einfach das Portal und nimmst hier nochmal dieselbe Route wie ich im Video. Die Gegner, wo hier dann spawnen, kannst du einfach ignorieren. Nachdem du den Codierstab eingesammelt hast, verlässt du den Bereich einfach mit demselben Portal wie ich und danach begibst du dich in die Base zu Ava und stellst die Enshima Handfeuerwaffe her. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Wie gewohnt habe ich dir zwei Playlists zu Remnant 2 unten im Video verlinkt. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!